Da sind wir schon wieder. Ihr könnt mich nicht hören. Ich bin viel zu weit weg. Moment. Jo, da sind wir wieder bei Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir ja, was haben wir gemacht? Wir haben dem Großmaul die Klappe gestopft, also im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat sich so überfressen, dass er einfach mal eiskalt zu einem Planeten wurde. Und jetzt haben wir noch eine neue Galaxie entdeckt, die wir jetzt natürlich mal erkunden werden. Oh mein Gott, das wird geil. Honigbienen Königreich Galaxie. Genau, da machen wir uns jetzt auf den Weg. 3, 2, 1, Peng. Hui! Ich kann fliegen! Normalerweise wäre das jetzt voll gegen die Scheibe gedonnert. Naja, was soll's. Flieg, Bienen Mario! Achso, ja, ich hatte im letzten Part ja auch gesagt, dass wir ein neues Item kriegen werden und das werden wir heute sehen. Oh mein Gott! Ach, ist die Grafik schön, die gefällt mir. Oh! Jo, da hinten müssen wir hin zum Honigbienenkönigin oder irgendwie so. Alter, dass man sich dabei nicht die Beine bricht, das ist unnormal. Naja, was soll's. Erstmal ein paar Sternsplitter und hier steht ein Schild. Um dein Blickfeld zu ändern, drücke das Steuerkreuz. Wenn es nicht eng kannst, Oh! Edel. Hier ist ja doch noch was. Ah, ist das schön mal wieder. Ich glaube, in Super Mario Galaxy 2 gab es sogar so eine ähnliche. Oh mein Gott. Nee, Sekunde mal. Hier drinnen gab es die. Und zwar im Herbstwald. Das fand ich auch geil. Und alles spiegelverkehrt, ne? Das ist das und so weiter, ne? Unsere Königin reagiert dieses Land. Ah ja, das Honig. Alter, ist das ein scheiß Zungenbrecher. Honigbienenkönigreich. So, was ist daran so schwer? Ich bin zu blöd. Ich bin einfach zu blöd dafür, geben wir es zu. So, gehen wir mal hier lang. Ich weiß nämlich, hier hinten gab es noch irgendwas. Ich glaube, ein Leben oder eine Röhre oder so. Hauptsache, ich springe jetzt nicht daneben und falle einfach mal eiskalt in den Abgrund. Das wäre nämlich... Wow! Wow, wenn Kometen runterfliegen, dann knallt's. Naja. Oder wie hier in diesem Spiel, sie zerfallen einfach zu Sternenstaub, was ich toll finde. Sag ich doch, hier ist eine Röhre. Die Steine so kaputt machen, das ist ein bisschen dämlich. Soweit ich weiß, gab's hier einen Regenbogen, Mario, ne? Lalalala. Ah, viele Steine. Oh mein Gott! Na, Glück gehabt. Nein! Ah! Oh mein Gott, er verfolgt mich. Nein! Was ist das? Was zum? Juhu, du bist Regenbogen Mario und damit unbesiegbar. Geil. Also sozusagen habe ich jetzt einen Stern gefressen. Ey, das war sogar ein Stern, ne? Nur in Regenbogenfarben statt in Gelb. Naja, was soll's. So, und damit können wir jetzt natürlich alles platt machen und hier Sternteile sammeln bis zum geht nicht mehr, ne? Ab 50 Sternteilen kriegen wir ja ein Leben und ich glaube, wir werden mal so ein, zwei Leben kriegen. Bam. Jetzt muss ich nur wieder in die Röhre. Das ist immer schwer, wenn mein Kopf über ist. Ach, da hinten sind auch noch Sternteile. Alles meins. Hui. Batsch. Oh Gott. Parasiten. Oh, und ein Stein. Hey, der Stein hat alle platt gemacht. Das fand ich aber sozial. Bei diesen komischen Kreisen da, da kann man sich immer übrigens einmal in der Mitte drehen. Und dann, ja, kommen halt Sternteile. Diese Käfer. Jetzt flüchten sie vor uns, weil sie Angst haben. Ne? Aber jetzt passt mal auf. Jetzt geht's rund. Oh, was ist das? Ja, süß. Der ist gelbbraun. Ich mag gelbbraun. Ach ja, gelbbraun ist toll. Ey, kann man auf den landen? Yay! Yeah! Perfekter Sprung. Kannst du hochfliegen? Nee, ich kann hier auf den Kopf rumspringen. Stirb! Hä? Wie habe ich das jetzt gemacht? Egal. Du wurdest zu Bienen Mario halt A gedrückt, um zu fliegen. Hä? Whee! Gut, der Effekt hält leider nicht sehr lange an. Wenn wir einmal ins Wasser fallen, dann ist der weg, soweit ich weiß. Oder eine Gegnerberührung, ne? Was hier ziemlich schwer wird, weil guckt mal, jetzt verfolgen die uns nämlich. Batsch ist ein Matsch und Batsch ist ein Matsch. Oh, geht da noch mehr. Bums. Ich schaff das. Bam. Und. Hui, und. Nein! Du blödes Miststück! Oh! Selber schuld. Okay. So, was willst du? Dieses Loch führt zum Schloss. Hihihi. Wieso hat er gelacht? Das ist unser Schloss. Ja. Schützt sehr gut vor Regen und Schnee und was weiß ich nicht, Alter. Naja. Boom. Oh yeah, Rutschparty. Yeah. Ach.
Zum Glück gibt's hier wieder so einen Fliegenpilz. Fliegenpilz? Hä? So ein Bienenpilz. Bienenpilz, Fliegenpilz. Ach, unterscheidet sich nicht. Was soll's? Gut, und mit diesem Bienenpilz können wir auch, nur wenn wir Bienen-Mario sind, können wir auf diese Blumen. Ansonsten, wenn wir kein Bienen-Mario sind, dann gehen diese Blumen kaputt und wir fallen einfach runter. Ah. Durch Honig wird man natürlich langsamer. Oh mein Gott. Fast runtergefallen. Ja, ich weiß doch, wie man fliegt. Oh nein! Glück gehabt. Wow, die Sternteile, die ich verschossen habe, habe ich nicht mal wieder rausgeholt. Alter, bin ich gut. Ach ja, auf geht's. Hui! Oh! Oh, die Beine tun weh. Ah, gut, wir sind immer noch nicht da. Hurra. Dafür gibt's hier einige Gegner und viel Wasser, was uns den Bienen-Mario ordentlich versauen könnte. Das wäre natürlich nicht so toll, ne? Da kommt man nämlich gar nicht weiter in dem Level, soweit ich weiß. Moment, kannst du hier nicht irgendwas machen? Wenn du dich an einem Blumenstängel festhältst, schüttle die wie Fernbedienung. Okay. Hallo. Hui, ai, 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 ai. Oh. Cool. Perfekt. Ah, wunderbar. Och, ich finde, die Grafik ist toll. Und die Musik ist auch toll. Oh, ich liebe es. Badabababa. So. Moment, hier gab es doch noch... Ah, okay. Hier muss man sogar als Bienen-Mario hoch, ansonsten würde es gar nicht funktionieren. Ja. Nein. Oh, zu tief. Scheiße. Wenn du festklebst, bewege dich mit Hilfe des Control Sticks. Was ist das denn? Ah, ich verstehe. Cool. Hier gibt es nochmal einen Bienen... What? Nein. Nein! Das habt ihr nicht gesehen. Das schneide ich raus. Schneidet das raus. Ich werde mich eh nicht dran erinnern. Scheiße, jetzt müssen wir diesen Weg doch nochmal nehmen. Und du hier bist schuld. So, hast du davon. Ah, okay. Gebe ich zu, das war Fail. Hoppala. Mann, bin ich schlecht. Ah, ich sag ja, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, ne? Ja, das sind jetzt nur Ausreden, damit ich nicht so schlecht vorkomme. Ah, könnt ihr mal gucken. Gut, den Weg haben wir jetzt auch gesehen. Jetzt klebe ich mich einfach mal hier an die Wand. Wir können rumkraxeln. Yay! Okay. Einfach mal so ein bisschen rumspringen hier so. Platsch. Lalalala. Ja, was mir noch einfällt. Vielleicht wollen einige wissen, was jetzt eigentlich mit Paper Mario ist, weil Paper Mario kommt ziemlich selten. Irgendwie raff ich mich nicht dazu auf, Paper Mario zu spielen. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade, Zelda Wind Waker und auch noch Super Mario Galaxy und Paper Mario halt am Laufen habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall tut mir das echt leid, aber ich glaube, ich muss Paper Mario wohl zum Nebenprojekt degradieren. Aber so ein, zwei Parts die Woche will ich doch schon hochladen, wenn es geht. Deswegen muss ich mal gucken, wann ich die nächste... Awesome! Cool. Wow, ich habe sogar noch ein Leben gekriegt. Oh, wer bist denn du? Egal, wer du bist, ich habe eine Bitte an dich. Mich juckt es am ganzen Kannst du dir das nicht mal ansehen? Ich bin doch kein Hautarzt hier. Oder Pelzarzt? Hä? Ich verstehe es nicht. Bin ich gerade durch diesen Wald? Ja, bin ich. Ja, ich bin gut. So, du bist Matsch. Ach, hier gibt's ja. Gut, perfekt. Nee, gib mal wieder her, ne? Okay, ich gebe zu, das war schlecht. Ich bin einfach mal mitten in diesen Springbrunnen reingeflogen. Egal, ich kann sowas. So, jetzt sollte ich was machen? Ach so, ja. Achtung, das ist irgendwie so ein bisschen, Na, ich sag mal nix, ne? Versteht, glaube ich, jeder schon. Naja, gut, sammeln wir mal diese Stern... Sternring-Splitter. Danke, Fremder. Ich fühle mich gleich viel besser. Wenn mal wieder etwas ist, kümmere ich mich darum, ja? Ja, wer's glaubt. Ach. Na, was soll's. Gut, fliegen wir erstmal. Was zum? Wow, wir sind gerade tatsächlich mit... Ich weiß nicht, Auftrieb ist das, womit man nach oben fliegt. Aber was ist dann... Abtrieb? Wir sind mit Abtrieb geflogen. Hä? Wow, was ist denn hier los? Wie kommen wir bloß zurück? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Eia. Wah, eine Biene! Nanu! Mario, du bist's!
Wir sind auch aus Prinzessin Peach Schloss geflohen. Aber dann ist uns Bowser auf die Pelle gerückt und wir haben uns mit Luigi verirrt. Ah, ganz vergessen, wir haben einen Powerstern gefunden. Du wirst ihn bestimmt gebrauchen können, also nimm ihn bitte. Wie zur Hölle kommen die an Powersterne? Hallo, Mario! Okay, gut, nehmen wir den Stern. Wie zur Hölle sind die an den Stern gekommen? Hä? Verstehe ich nicht. Ah, naja. Was soll's? Hui, ich kann fliegen. Wieso landen wir jetzt hier und nicht in der Stern? In der Kuppel? Hä? Yay, 21 Münzen. Oh, das waren viele Sternteile. Cool, 420 Stück. Mario, dein Name ist Mario, nicht wahr? Das haben mir deine Freunde verraten, die uns vor einer Weile besucht haben. Mario, irgendwie ruft dieser Name Erinnerungen wach. Hä? Wir haben deine Freunde zur Garage gebracht. Sie wollen dir etwas sagen, also geh sie auf jeden Fall besuchen. Okay. Speichern? Ja, wieso nicht? La 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 la. Okay. Einfach mal gucken, was sie so wollen. Das war übrigens der Dreisprung. Oh, ich hab Post. Mario, ich bin's, der Briefträger. Ja, ein Brief ist für dich gekommen. Lieber Mario, ich bin im Moment an einem Ort ganz weit weg. Aber das ist schon in Ordnung. Du wirst mich bestimmt retten kommen. Ich glaube fest daran. PS, ich habe dir mit diesem Brief was mitgeschickt. Ob es dir hilft? Dem Brief sind ein Abpilze beigefügt. 5 Stück nimmst du die Lieferung an. Na klar, Leben sind immer gut. Auch wenn das überhaupt keinen Sinn ergibt, weil wenn ich das nächste Mal das Spiel starte, sind die Leben eh wieder weg. Oh, selbst in Gefangenschaft ist die Prinzessin wundervoll fürsorglich. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bam. Geil, 5 Leben. Die bringen mir jetzt eh nix. Lesen? Was? Ach ja, hier Garage, ne? So, du wolltest was? Mario, wir haben es irgendwie bis hierher geschafft. Wir helfen dir, die Powersterne und Prinzessin Peach zu befreien. Du kannst auf uns zählen, Mario, wir sitzen alle im selben Boot. Badumts. Naja, Boot? Ach, das könnte man sogar... Ach, die bauen ja hier ein Sternschiff jetzt. Da werden wir auch noch zukommen, was es, bums, damit auf sich hat. Was willst du? Die Luma wollen uns ein Raumschiff bauen helfen. Wenn es fertig ist, suchen wir gemeinsam nach Prinzessin Peach und dem Powerstern. Ah, das dauert aber noch. Egal, wir holen es ja auch dieses Leben, ne? Du auch noch? Ach du Scheiße. Textpassagen. Anscheinend ist das die mobile Basis dieser Rosalina. Aber wer ist sie eigentlich? Doch nicht etwa eine Hexe? Klar. Nein, das kann nicht sein. Rosalina, wer ist sie? Ich habe keine Ahnung, wer Rosalina sein könnte. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe es bis heute nicht verstanden, wer Rosalina ist, aber naja. Und die richtige Mutter von den Lumas ist er auch nicht. Wurde uns ja gleich im ersten Part gesagt, von wegen, da war doch so ein Luma, der hat gesagt, du kannst bestimmt unserer Mama helfen. Naja, das ist jetzt nebensächlich. Ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir uns wieder hier. Im Moment, haben wir eine neue Galaxie entdeckt oder irgendwie so? Das wäre nämlich toll. Hui! Nö. Hier gibt's noch ein paar Sterne, da gibt's auch noch ein paar Sterne. Ach, das machen wir alles im nächsten Part. Deswegen würde ich sagen, tschüss und bis dann irgendwann, euer RangeLP. Halt dein Maul, wie Fernbedienung. Ich weiß, dass ich da auf dem Bildschirm zeigen soll, ich will's aber nicht. So. Nein! Okay, dann würde ich sagen, tschüss!